Moin Leute, ein herzliches Willkommen zur Prognose des zweiten Spieltages der zweiten Bundesliga. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt. Denkt auch immer dran, das ist lediglich eine Prognose und ich kein ausgebildeter Top-Kommentator. Dementsprechend nehmt nicht alles zu ernst. Aber jetzt viel Spaß mit Ingolstadt gegen Fürth. Der FC Ingolstadt wollte es unbedingt verhindern, albtraumhaft in die Saison zu starten. Jetzt verloren sie zum Auftakt gegen Regensburg und Fürth konnte das gerade noch so zu Hause abwenden. Gegen Sandhausen drehte man die Partie und es begann ganz gut für die grünen Gäste. Das ist ernst mit einem langen Lauf und dann ist es Julian Green mit dem ersten wirklich gefährlichen Torabschluss, der aber zu wenig draus machte aus der Möglichkeit, da hätte das 1:0 durchaus drin sein können. Aber vor der Pause nochmal Fürth und Keiter Ruel mit der Flanke auf Fabian Rehse. Die Flanke kam von dem, der das Spiel gegen Sandhausen gedreht hatte. 1:1 und 2:1 kam von seinem Fuß. Im zweiten Durchgang weiterhin Greuther Fürth die bessere Mannschaft. Was war mit Ingolstadt los? Man konnte es sich kaum ausmalen, dass so eine gut besetzte Mannschaft so schwach spielte. Hier die Riesenmöglichkeit für Green, die er abermals vergab. Eine Stunde gespielt, dann auch endlich mal Ingolstadt auf dem Weg nach vorne. Lescano kann den Ball lange treiben, ist im Strafraum. Die Flanke kommt, dann ist Burchardt da und der fast mit einem katastrophal folgeschweren Fehler. Aber Kutschke setzt den Ball ans leere Tor, nur ans Gebäck. Viertelstunde vor dem Ende, dann nochmal Greuther Fürth. Keiter Ruel auf Green und der direkt weiter auf Raum. Und David Raum macht das 1:0 für die Gäste. Es wurde mucksmäuschenstill. Am Freitagabend im Audi Sportpark, der FC Ingolstadt drohte mal wieder mit zwei Pleiten in die Saison zu starten. Es war nicht das, was man sich ausgemalt hatte und so versuchen sie nochmal alles. Kurz vor Schluss, letzte Minute fast angebrochen und das ist Marvin Martip, der Kapitän aus der Innenverteidigung, mit nach vorne gerückt. Aber Burchardt mit der Tat und rettete das 0:1 und so kam es nochmal zu einem Konter. Martip war ja nur noch vorne zu finden und David Raum schloss eiskalt ab. 94. Der Deckel war jetzt endgültig drauf. Doppelpack vom Linksaußen, der noch die Luft hatte, weil er erst eingewechselt worden war und machte damit den Fehlauftakt des FC Ingolstadt perfekt. Und Greuther Fürth steigt in die Saison ein mit zwei Siegen in Folge. Besser kann es nicht losgehen und dementsprechend die Stimmung bei Fürth gut und bei Ingolstadt mal wieder auf dem Tiefpunkt. Ein verschossener Elfmeter von Schonlau war am Ende dafür ausschlaggebend, dass der SC Paderborn mit 0 Punkten wieder nach Hause reisen musste. Gegen Darmstadt reichte es nicht zu punkten. Jetzt kam Regensburg in die Benteler Arena und die ließen erstmal ein bisschen Luft offen nach hinten. Und dann 15. Minute, erste Möglichkeit, Sven Michel testet Philipp Pentke. Aber dass der ein sicherer Rückhalt ist, hat er auch schon in der letzten Saison oftmals unter Beweis gestellt. Die Gäste ja mit einem Sieg gegen Ingolstadt gestartet, direkt mal ein Spiel gedreht. Eine herausragende Leistung sorgte für den verdienten Sieg im Endeffekt. Und hier kamen sie dann nach 37 Minuten dann mal zu einer Möglichkeit, aber Zingerle hält den Ball ohne Probleme fest. Ganz schwacher Schuss, aber vor der Pause nochmal Regensburg. Eckball von der linken Seite, der kann nicht richtig geklärt werden und dann aus der Distanz kommt dann der Abschluss. Aber auch das war zu harmlos und noch immer nicht die erste Halbzeit vorbei. Es gab nochmal eine Möglichkeit, weil Paderborn ein bisschen Konzentrationsschwächen zeigte zum Ende hin der ersten Halbzeit. Leis bringt den Ball auf die rechte Außenbahn. Föhrenbach ist das normalerweise über links kommen, bringt den Ball auf George, aber der Abschluss dann letztendlich auch nicht zwingend genug. Zingerle verhinderte das 1:0 vor der Pause. Es war eine durchaus unterhaltsame Partie. Beide Teams wollten nach vorne spielen. Im zweiten Durchgang dann Paderborn mit der ersten Möglichkeit. Ritter, perfekter Ball auf Tepezay. Neuzugang aus Gelsenkirchen versucht es dann. Bekommt von hinten den Druck und schließt dann ab. Das war gar kein so schlechter Versuch. Der hätte fast gesessen. Aber letztendlich sieht Pentke, dass der Ball doch knapp übers Gehäuse rübergeht. Paderborn war besser jetzt in der zweiten Halbzeit. Ritter, Michel, wieder die Übersicht. Perfekt und Schwede muss es eigentlich machen. Unglaublich, wie er den noch verziehen konnte. Da waren gerade mal 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt und Paderborn hätte schon zwei Dinger machen müssen. Und Regensburg tat sich weiterhin schwer. Paderborn wirklich besser. Ritter ist das. Rechte Seite, aber das war dann zu harmlos. Wenn er den in die Mitte bekommt,
Denn bis dahin war ja alles okay. Dann hätte es gefährlich werden können, aber so auch das wieder viel zu harmlos. Aber der SC Paderborn wollte unbedingt zu Hause gewinnen. Ein 1:0 wäre längst verdient gewesen. Und nochmal Schwede in der Schlussminute. Aber Pentke konnte auch das verhindern. Der SC Paderborn brachte es einfach nicht zustande, im zweiten Durchgang den Ball über die Linie zu drücken. Und dementsprechend ging dieses 0:0 im Endeffekt auch in Ordnung. Regensburg insbesondere im zweiten Durchgang etwas zu sehr nachgelassen, aber mit dem Punkt können sie dann im Endeffekt zufrieden nach Hause reisen. Freitagabend, und bei beiden Teams, sowohl bei St. Pauli als auch bei Darmstadt, ist die Hoffnung durch den Auftaktsieg gekeimt, nicht wieder bis zum letzten Spieltag in Abstiegsnot zu geraten. Und die braun-weißen Paulianer von links nach rechts im ersten Durchgang starteten perfekt. Flum auf Buchtmann, und der mit diesem Traumtor, schon einen wunderbaren Treffer gegen Magdeburg erzielt. Das 1:1 war es da in der 29. Minute. Diesmal lässt er aus kurzer Distanz Heuer Fernandes keine Chance, wuchtet den Ball ins Netz. 1:0 für die Hausherren. Und sie wollten mehr, aber Darmstadt ebenfalls gut und schnell nach vorne. Melem auf Dursun, Siegtorschütze vom Wochenende. Und dann kam er auch zum Abschluss. Himmelmann pariert, wäre aber auch abseits gewesen. Dementsprechend keine größere Gefahr. Vor der Pause nochmal die Lilien. Das ist Jones wieder mit der Flanke. Sehr aktiv Medojevic, aber zu harmlos. Himmelmann kann den Ball abfangen und lässt gar keine Gefahr erst aufkeimen. Wir springen in den zweiten Durchgang, wo Darmstadt wieder besser begann. Und dann Sulu mit diesem Distanzschuss. Gehört ja normalerweise bei solchen Bällen in die Mitte. Hämmert da aus knapp 30 Metern rauf. Wieder ist Himmelmann da, ohne große Probleme. Stunde jetzt knapp gespielt. St. Pauli zeigte sich auch mal wieder. Und am zweiten Pfosten taucht dann plötzlich Möller-Deli komplett frei auf. 59. Spielminute, sein erstes Saisontor, tunnelte Heuer Fernandes, der aber auch allein gelassen wurde von seiner Hintermannschaft. Und so stand es 2:0. Aber Darmstadt weiter bemüht. Das war sehr unglücklich, dieses 0:2. Und dann diese Chance von Terence Boyd. Hätte es eigentlich sein müssen. Zumindest das 2:1 wäre hier drin gewesen. Aber Buchtmann dann mit dem Fehler. Höhn erobert. Jones mit Darmstadts Höhn wieder im Zusammenspiel. Dursun, der kann nochmal rüberlegen. Beut dann auch mit dem Treffer. Aber die Freude hielt nur kurz an, da es abseits war. Das war das Verhängnis von Darmstadt in dieser Situation. Sie spielten wirklich gut. Sie spielten bis zum Ende sehr guten Fußball. Aber am Ende ist es dann auch etwas Pech oder Unvermögen, je nachdem, wie man es halten möchte. Und dann Buchtmann nochmal mit der Möglichkeit. Möller-Deli schließt auch ab. Das hätte es dann für St. Pauli auch sein können in der 77. Spielminute. Heuer Fernandes stellt seine Qualität unter Beweis im ersten Versuch gegen Buchtmann. Noch überragend. Aber der FC St. Pauli konterte dann zum Schluss hin. Kam nochmal kurz vor dem Ende zu diesem Schuss, zu diesem Tor. Dimitrios Diamantakos mit dem 3:0. Das war deutlich zu hoch. Normalerweise hätte hier Darmstadt sogar einen Punkt verdient gehabt, wenn nicht sogar mehr. Aber wenn man am Ende 3:0 verliert, hat man auch keine Argumente. St. Pauli gewinnt mit 3:0, startet damit mit 2 Siegen in die Saison. Der MSV Duisburg hatte sich gegen Dresden durchaus einen Punkt verdient gehabt, aber es reicht am Ende nicht mal zu diesem. Aber auch der VfL Bochum schlug sich gegen Absteiger Köln wirklich gut. Es fehlte dann nur die Präzision im Abschluss, und beim Elfmeter hätte es noch mit etwas mehr Glück auch zu einem Pfiff reichen können. Aber das war Makulatur. Die erste Möglichkeit besaß hier der MSV Duisburg. Aber Bochum war auch gewillt, nach vorne zu spielen. Nach 10 Minuten hätte Robbie Kroos das 1:0 eigentlich machen müssen. Per Kopf ist völlig frei. Aber da war geklärt das ohne Probleme. 15 Minuten jetzt knapp gespielt. John Verhoek, Neuzugang, haute alles rein. Wie schon am vergangenen Montagabend gegen Dresden, war sehr viel arbeitsmäßig unterwegs. Es gelang ihm aber noch nicht der erste Treffer. Hier Riemann aber mit der Parade. 40 Minuten dann gespielt. Der zweite Abschnitt der ersten Halbzeit war dann nicht mehr so gut. Leit stieß mal dazwischen, der ein Eigentor gegen Köln machte, unglücklicherweise. Aber sonst eine gute Partie spielte. Dann im zweiten Durchgang Duisburg wieder stärker. Boris Taschi mit dem Abschluss nach 51 Spielminuten. Aber auch das noch etwas zu harmlos. Riemann guckte den Ball am Tor
vorbei. Aber nur 5 Minuten später, die Zebras waren besser. Cauli Oliveira Sousa mit diesem Hammertor. 57. Spielminute, sein erstes Saisontor und was für eins. Den zimmert er unhaltbar, für Riemann nicht zu erreichen, direkt unter das Dach. 1:0 also für Duisburg. Worum wollte es ausgleichen? Hätten sie auch verdient gehabt mit dieser Möglichkeit. Johannes Wurz scheitert aber an Daniel Davari. Was für eine Reaktion vom Schlussmann. Der haut da alles rein, macht er klasse, klärt zur Ecke, aus der nichts passierte. 20 Minuten knapp noch zu spielen. Duisburg wollte die Entscheidung. Moritz Doppelkamp hat die Übersicht, die Flanke auf Cauli Oliveira Sousa. Aber auch das wurde nichts. Die Keeper dominierten hier jeweils die Stürmer. Auch hier in der letzten Situation nochmal die Möglichkeit, aber das war nichts. Davari hält dann im Endeffekt für Duisburg die 3 Punkte fest. Bochum startet mit 2 Niederlagen, obwohl deutlich mehr in beiden Spielen drin gewesen wäre. Arminia Bielefeld gegen Dynamo Dresden. Diese Partie hat eine gewisse Historie schon hinter sich. Hier ging es aber einzig und allein um die 3 Punkte. Dresden hatte 3 schon eingefangen und hier hatten sie perfekt in die Partie hineingefunden. 2 Minuten waren gerade mal gespielt. Haris Duljevic bringt den Gästeblock zum Toben. Nach einer Ecke kommt er hier per Kopf zu dieser Möglichkeit. Ortega Moreno sieht nicht ganz glücklich aus, aber der war auch perfekt platziert. Und nur wenig später wollten sie direkt einen draufsetzen. Duljevic wieder Mittelpunkt bei Dresden im Angriffsspiel. Super Schuss. Da fehlte wirklich nur sehr wenig zum Doppelpack. Nach gerade mal 10 Minuten hätte es das schon sein können. Ortega streckt sich, muss nicht eingreifen. Aber auch dann Bielefeld. Er wachte mal. Das ist Edmundsen, der erste Färöer Inselspieler, der mal treffen konnte in der zweiten Bundesliga. Und jetzt legt er auch noch einen auf. Was für ein perfekter Saisonstart für ihn. Andreas Vogelsammer macht den Ball rein. Nach 20 Spielminuten war die Partie wieder ausgeglichen. Aber Dresden auch immer wieder bemüht nach vorne. Wieder Duljevic. Diesmal aber zu unplatziert. Kein Problem für den Bielefelder Schlussmann. Kurz vor der Pause gab es dann Strafstoß. Es soll ein Handspiel hier gewesen sein, kann man schon so sehen. Und dementsprechend die Möglichkeit für Vogelsammer. Es gab lange Diskussionen, davon ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen. In der 6. Minute der Nachspielzeit im ersten Durchgang machte Vogelsammer sein Doppelpack perfekt. Unten rechts rein, nichts zu halten auf Dresdner Seiten. Und im zweiten Durchgang waren die Arminen wieder besser drin. Vogelsammer diesmal fast mit der Vorlage. Weihrauch macht deutlich zu wenig draus. Direkt in die Arme des Keepers. Aber eine Viertelstunde vor dem Ende. Dresden gab sich nicht auf. Hemmelein ist das mit dem Abschluss. Zu harmlos. Der geht deutlich drüber. Viertelstunde, wie gesagt, vor dem Ende. Es wäre nochmal was drin gewesen, wenn er den Ball vielleicht rübergelegt hätte. So muss Ortega nicht eingreifen. Im Gegenzug dann quasi Bielefeld mit dieser Möglichkeit. Staude bringt den Ball in die Mitte und Klos mit seiner Qualität steht er genau da, beziehungsweise läuft er genau dahin, wo er hinlaufen muss und markiert hier das 3:1, was gleichzeitig auch das Endresultat bedeutete. Für Dresden wäre auch mehr drin gewesen, verspielt eine frühe Führung. Bielefeld kehrte herausragend zurück. Der SV Sandhausen startete nach einer Führung am Ende doch mit einer Niederlage in die Saison. Greuther Fürth drehte das am Ende, gewann sogar mit 3:1, startete hier aber gegen den HSV, der eine Klatsche von Kiel bekam, sehr gut in die Partie und zwar so mit diesem Treffer nach gerade mal 8 Minuten. Die Ex-Karlsruher hatten es auf den Hamburger SV abgesehen. Fabian Schleusener mit dem Treffer für Pollersbeck aus der Distanz wenig zu machen und sie wollten einen draufsetzen. Nach einer Viertelstunde diese Möglichkeit und Pollersbeck mit der Riesenparade und Douglas Santos schmeißt auch alles rein, was er hat. Überragende Aktion hier von allen Beteiligten, allen voran Julian Pollersbeck, der das Ding hier zweimal kurz vor der Linie vorm Einschlag bewahren konnte. Super Tat vom Hamburger Schlussmann und das motivierte, das wachte die Elf von Titz so richtig auf. Das ist Janicic mit der Übersicht und Jairo Samperio mit dem Traumtor. 22. Spielminute küsst er damit den Hamburger SV endlich wach, bringt er ihn damit zurück in den Kampf, zurück in die zweite Bundesliga, zurück vor allem erstmal in diese Partie.
Wir wollen es ja nicht gleich übertreiben. Und so ging es dann im zweiten Durchgang ganz gut los für den HSV. Khaled Narey ist das, aber zu heimlos hier, um Schuhen aus der Reserve zu locken. Wir haben schon eine Viertelstunde vor dem Ende. Nochmal Jairo Samperio und der scheitert an Schuhen. Verlat kann das Ding dann erstmal aus der Gefahrenzone befreien. Und Jairo Samperio, der wirklich gegen Kiel eine schwache Partie machte, konnte hier das Ding im Alleingang drehen. 80. Spielminute. Der Neuzugang aus Spanien, ehemals ja auch bei Mainz gewesen, konnte endlich beweisen, dass er seine Qualitäten hat. Wie gesagt, gegen Kiel war es wirklich miserabel, was er auf den Rasen brachte, kam nicht zum Zuge. Jetzt macht er zwei Dinger und kämpft sich zurück. Aber der SV Sandhausen wollte es nochmal wissen, kam nochmal zur Möglichkeit. Hansch ist das. Aber es reicht im Endeffekt in dieser Situation zumindest nicht zum 2:2. Traf nur das Außennetz, er ärgerte sich, er beschwerte sich. Wir sind in der letzten Spielminute. Nochmal die Möglichkeit. Kister scheitert aber auch hier. Und das war's dann im Endeffekt. Sandhausen kämpft zwar gegen den HSV, aber der setzt sich im Endeffekt mit seiner Qualität durch und gewinnt die ersten drei Punkte in der zweiten Bundesliga. Holstein Kiel setzte ein dickes Ausrufezeichen gegenüber allen Leuten, die behaupteten, Kiel steht als erster Absteiger fest. 3:0 schossen sie den HSV aus dem Volkspark und Heidenheim kam mit einem 1:1 gegen Bielefeld nicht unbedingt mit der breitesten Brust hier in den hohen Norden. Die erste Möglichkeit musste Kevin Müller direkt nach 6 Minuten parieren, machte aber auch souveräne Tat. Dann kamen auch die Gäste nach vorne. Glatzel auf Tim Skarke. Super Ball auf Dovedan und Kronholm fährt das Bein aus. Verhindert das 0:1 nach 25 Minuten. Schöne Tat vom Kieler Schlussmann. 37 Minuten gespielt. Kevin Müller kann den Ball nicht richtig klären. Da macht ihn Meffert scharf. Bekommt ihn von Schindler angespielt. Aber auch diesmal kein Problem für Kevin Müller. Vor der Pause dann nochmal die Gäste. Wieder Tim Skarke. Sehr auf treibend und dann Dovedan mit dem Seitfallzieher. 45. Minute hätte es durchaus sein können, haut den Ball aber rüber. Im zweiten Durchgang die Kieler Störche wieder etwas aktiver. Meffert, der das Traumtor gegen Hamburg erzielen konnte zum 1:0. Hier war er noch glücklos und es waren Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Heidenheim dann mit diesem Eckstoß von Schnatterer. Griesbeck versucht es aber. Der ging auch meilenweit vorbei. 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Es war nach wie vor unterhaltsam. Dann ließ die Partie etwas nach bis zur 75. Minute. Holstein Kiel kam, weil Wittek hier diesen Fehler gegen Gürt, Neuzugang aus Meppen, machte. Und dann dieses Traumtor von Steven Leverenz. 77. Spielminute. Das erste Saisontor für Steven Leverenz. Macht da wunderbar. Wittek mit dem dicken Bock. Und dann konnte Gürt den Ball rüberlegen und dann ist Leverenz relativ frei, aber macht er auch relativ niveauvoll oben rechts rein. Super Abschluss, keine Chance für Kevin Müller, da kann er nichts machen. Da kann er zeigen, wie schön er fliegen kann, wie er will, den hält er nicht, nie im Leben. Und vor dem Schluss aber nochmal die Möglichkeit für Heidenheim, Marc Schnatterer, aber er scheiterte. Und so gewinnt Kiel zum zweiten Mal in Folge mal wieder zu Null. Also 4:0 Tore nach 2 Partien, Heidenheim mit 1 Punkt nach 2 Spielen, sicherlich erstmal unglücklich. Ostduell im Sparkassen-Erzgebirgsstadion. Der erste FC Magdeburg war zu Gast, kommt mit einer 1:2 Heimpleite gegen den FC St. Pauli ins Erzgebirge. Und die Auer begann hier wirklich gut. Kvesic über die rechte Seite bringt den Ball rein und dann ist der erste Abschluss von Nazarov direkt im Netz. 12. Spielminute, 1:0 für Wismut Erzgebirge. Aue macht das schön, drückt da über die Linie. Der Keeper sieht nicht so richtig glücklich aus, aber kein Vorwurf aus der Distanz. Halbe Stunde gespielt, Aue dominierte die Partie ganz klar. Sie verloren ja auch unglücklich gegen Union Berlin durch einen traumhaften Freistoß von Kroos. In der 87. Minute, hier zeichnet sich Jasmin Fejsic aus. Klasse Tat, wie er den da rausfischt. Sensationell, aber 1. FC Magdeburg
meldete sich dann vor der Pause auch nochmal. Genialer Ball und Kostli muss es machen, aber der Ball geht an den Pfosten, richtig unglücklich. Mennel, Routinier bei Aue, kann sich da auch beweisen mit der Reaktion, ist mit dem Arm noch dran, der Ball prallt gegen den Pfosten. Unglückliche Aktion, das 1:1 wäre sicherlich denkbar gewesen. Aber vor der Pause nochmal Aue, dieser Abschluss aber von Hochscheid deutlich zu harmlos. Weitestgehend blass geblieben, der Rückkehrer gegen Union Berlin. Hier war er etwas auffälliger. Im zweiten Durchgang der 1. FC Magdeburg, umtriebig, versuchte alles, wollte den Ausgleich schnell erzielen. Roter auf Beck und das muss es doch sein. Taucht da völlig frei vor Mennel auf, aber der reagiert mal wieder erstklassig. Doch die Gäste waren jetzt drauf und dran, hier das 1:1 zu machen. Preisinger mit der Flanke. Und wieder Endstation Mennel, der wirklich wieder mal über sich hinauswuchs. Wir sind in der 90. Minute. Magdeburg versuchte nochmal alles. Ein Eckstoß wurde unzulänglich geklärt. Lohkämper mit der Flanke nochmal. Mennel verschätzt sich. Und dann kann Nikolai Rapp die Situation klären. Dann war die Partie auch aus. Also fast noch das 1:1, das im Endeffekt auch das verdientere Resultat gewesen wäre. Aber Magdeburg verliert. Schlägt sich super, schon wie gegen St. Pauli, steht dann am Ende mit leeren Händen da. Beide Teams, sowohl der 1. FC Köln als auch der 1. FC Union Berlin, gingen mit Ambition in die Saison, erledigten ihre Hausaufgaben, auch wenn es in beiden Fällen doch am Ende relativ glücklich zustande kam, wie sie die 3 Punkte eroberten. Hier hatten die Gäste den besseren Start. Redondo mit der Übersicht und Sebastian Andersson, der gegen Aue noch nicht seine Duftmarke setzen konnte, hier mit dem ersten Versuch nach 3 Minuten. Schöner Abschluss, aber links vorbei. Horn musste nicht eingreifen. Die Anfangsphase wirklich deutlich auf Seiten der Eisernen. Wieder Andersson, wieder links vorbei. Das hätte es mittlerweile wirklich sein können. Es war eine unterhaltsame Partie, weil Union Berlin sich gar nicht versteckte und klasse aufspielte. Sind nicht mal 10 Minuten gespielt. Dann kam auch Köln nach vorne. Luis Schaub, Neuzugang, und der sehr unglücklich in dieser Aktion. War deutlich mehr drin, will rüberspielen, hätte er vielleicht selber machen müssen. Gikiewicz setzt oder stellt sich auf den Ball, macht ihn ganz fest. 22 Minuten gespielt, weiterhin Union die bessere Mannschaft und Özkan rauscht da rein, macht den Ball fast selber nochmal scharf. Aber kein Problem, Horn musste nicht eingreifen. Halbe Stunde jetzt knapp gespielt, wieder mal Köln auf dem Weg nach vorne. Córdoba mit dem Abschluss zumindest. Aber auch das wieder kein Problem für Gikiewicz. Kurz vor der Pause wieder die Gäste. Redondo, Kenny Prinz, Redondo, Gogia mit dem Zusammenspiel mit Schmiedebach. Super Abschluss. Das 1:0 wäre schon locker denkbar und auch verdient gewesen. Schmiedebach legte nochmal auf hier. Akaki Gogia zieht den Ball ganz haarscharf am rechten Pfosten vorbei. Aber unmittelbar nach der Pause wieder Union Berlin. Gogia setzt sich dadurch gegen Tschichos, der noch getroffen hatte. Gegen Bochum hat Glück, dass sein Hintermann im Endeffekt aufpasst. Sie mussten ja in der Verteidigung auf Georges Mehre verzichten. Sobich war stattdessen im Aufgebot von Anfang an dabei. 20 Minuten vor dem Ende. Der 1. FC Köln hat sich immer schwer im Spiel nach vorne, aber hätte mit diesen Möglichkeiten auch die Partie alleine entscheiden können. Dominik Drexler von Córdoba bedient. Klasse Tat von Gikiewicz, streckt sich ganz lang und verhindert das 1:0. Der anschließende Eckstoß unzureichend geklärt. Hector mit der Flanke, der Abschluss von Sobich, aber viel zu harmlos. Das hätte es sein können, vielleicht sogar sein müssen, wenn man so wenige Chancen hat. Aber am Ende wollten sie es nochmal wissen. Wieder Luis Schaub, wieder Gikiewicz. Zu harmlos im größten Teil das, was der 1. FC Köln nach vorne spielte. Jetzt 10 Minuten noch bis zum Ende. Schaub ging raus, Hauptmann kam rein. Und nochmal Tschichos mit der letzten ernstzunehmenden Möglichkeit an diesem Montagabend. Der 1. FC Köln und Union Berlin trennen sich im Endeffekt 0:0. Es hätten aber durchaus auch ein paar Tore fallen können. Vielleicht sogar müssen. So geht dieses 0:0 in Ordnung. Jo, das war die Prognose zum zweiten Spieltag. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ist echt unfassbar heiß hier bei mir in der Bude. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen und ein Abo freuen. Ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen bei der 3. Liga. Bis dann und ciao.